Charismatische Führung bedeutet führen durch eine Vision. Wenn wir Charisma im Lexikon nachschauen, dann kommen wir auf die Übersetzung Sendungsbewusstsein, Ausstrahlung. Ein charismatischer Führer ist jemand mit Ausstrahlung, der eine Vision hat. Der charismatische Führungsstil gilt, zumindest von einigen Experten so bewertet, als durchaus gefährlich. Der charismatische Führungsstil gilt als gefährlich. Also man hat an der Spitze eines Unternehmens lieber jemanden, der nicht charismatisch ist, als andersherum. Denn Charisma hat eine solche Wirkung, Ausstrahlung hat eine solche Wirkung, eine solche Anziehungskraft, dass man mit Charisma auch die Menschen ins Verderben führen kann. Beweis? Wir brauchen nur in der Geschichte zu schauen. Jesus war ein charismatischer Führer. Hitler aber auch. Hitler muss Charisma gehabt haben. Anders können Sie gewisse Phänomene nicht erklären. Und Gandhi war ein charismatischer Führer. Ja, aber viele andere, die die Menschheit ins Verderben geführt haben, ein Beispiel habe ich schon genannt, auch. Charisma ist sehr kraftvoll, aber eben auch gefährlich.